Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Pirates. Ich bin Florian und spiele das jetzt gerade für euch und mit euch hier. Ja, fangen wir einfach an. Ich glaube, wir müssen schon vor 4 sein. Und ich habe mich offscreen aufgelevelt und wir können ins nächste Gebiet. Bahia de Guadiana. In diesem Geflecht aus Sümpfen und Mooren an der Spitze Nueva Filipinas, also den neuen Philippinen, arbeiten tausende Filipino-Sklaven aus spanischen Tabakplantagen. Und hier laden mich wieder irgendwelche ein, irgendwas zu spielen. Ich habe keinen Bock auf sowas. Das sollten langsam alle wissen, ey. Nee, das ist scheiße, wenn man mich zu sowas einlädt. Aber egal, stürzen wir uns hinein in unser Abenteuer und stechen wir wieder in See. Willkommen zurück auf der Black Pearl. Die derzeit noch ein bisschen kleiner ist. Aber sie wird ja noch größer. Hold in the topsails! Fill those sails! Their range, Captain! La Boost, sein Schiff. Kapitel 2, der Prinz der Piraten, Juli 1716. Als nunmehr echter Piraten-Captain trifft Alonso auf den Anführer der Piratenbande. Los! Wo ist dieses Piratentreffen, von dem du mir erzählt hast? Unser Höhlenversteck ist irgendwo südlich unserer Position, aber mit dem Nebel ist es gefährlich. Ich dachte, hier herrschen Piraten und nicht die Royal Navy. Seit England und Spanien Frieden haben, denkt König George, er könne diese Gewässer kontrollieren. Und euer Anführer? Horny Gold? Tut er nichts dagegen? Er glaubt, er kämpft immer noch gegen die alten Feinde der Krone. Ich habe einen Frosch im Hals. Aha, interessant. Ich folge keinem König mehr und suche mir meine Feinde selbst aus. Folge mir und du wirst schon bald die Gelegenheit dazu haben. Douse the topsails! Fill those sails! Und so folgen wir Labus. Man sieht dort hinten vielleicht schon etwas im Nebel, das sich dort die Gestalt einer Brick abzeichnet. Verdammte Marine Briggs! Ich wusste, dass sie sich bei unserem Verstecker umtreiben.
Vernichte diese Schiffe, eins nach dem anderen. Dann hast du freie Fahrt bis zur Höhle. Die werde ich mir schon pflücken. Eins nach dem anderen, wie reife Früchtchen. Douse the topsails! More sail! Also dann, die Black Pearl kümmert sich drum. Wenn die Lepostillin hier bleibt. Natürlich sind noch Handelsschiffe und sowas unterwegs. Die wir zwar rammen können, aber nicht angreifen können. Soweit ich weiß. Alle Mann an die Kanonen! Nun müssen wir doch langsam mal dran sein, ey. Diese Marine, Bericks unterschätzen meine Black Pearl, hm? Das war schon knapp, ey. Oh, Alter. Ah, das war jetzt, glaube ich. Feuer. Ja, wir machen schon gut Schaden. Drum können wir das Wachschiff hier langsam mal versenken. Die Musik ist wieder genial. Schluss, ja. Yes. Bringt fast gar keinen Schaden hier. Also irgendwie. Also ich habe das Gefühl, diese Brücke hier ist. So schwer habe ich die gar nicht in Erinnerung. Na, endlich. Die Schwachstelle. Und jetzt noch ein letzter Schuss hier, komm. Ich wollte die zwar mit dir versinken, aber so muss ich sie so versinken. Die Schwachstelle muss ich eigentlich nochmal. Aber machen wir es so. Hauptsache, sie ist endlich weg vom Fenster. Victorious! Douse the topsails! Build our sails! Und weiter. Marinebrig, Steuerbord voraus. Alle Mann in die Kanonen. Hoffentlich geht das hier diesmal schneller, ey. So, jetzt kriegen sie eine volle Breitseite von uns rein. Thank you.
Und Feuer. Schwachstelle. Direkt schießen. Nächste Schwachstelle. Weichen wir mal ein bisschen aus. Ich denke mal jetzt rechts. Ja, das passiert, wenn man so lange wartet, ne? Naja, jetzt versenke ich es auf jeden Fall mit Stil. Auf die Schwachstelle. Wir fahren jetzt nach Wien zu unserem Heimatort. Na 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 na. Ja, ist ein bisschen schlecht heute das Wetter, ne? Ja, ich hab's vergessen, vielleicht am Anfang des LPs zu erwähnen, aber das Wetter ist in der Karibik nicht immer so. Aber es regnet ja nicht. Angriff! Angriff! Mucksen wir die hier mal eben abkippen. Das tun wir. Versenken wir unseren Gegner, Leute. Und zeigen ihm, dass wir waschechte Piraten sind. Wie will er denn noch schießen? Ich darf nicht so viel schießen, oder wie? Das ist schon ein bisschen unfair. Und gleich die Schwachstelle, Gott sei Dank. Und jetzt nochmal. Alter. Da kriegt jetzt gerade Damage rein hier. Das dritte Waffschiff kriegt mal jede Menge Damage rein, ne? Und jetzt versenke ich es mit Stil. Treffer versenkt. Sehr gut, jetzt stoße wieder zu Labus, aber sehr vorsichtig, die Briten haben Minen abgeworfen. Ha, solche bösen, solche feigen Hunde, ey. Werfen die einfach Minen? Das kann gar nicht sein, das dürfen die gar nicht. Ja, die darf man nicht berühren, es gibt auch noch Fässer, die bei Berührung explodieren. Aber die kann man mit Kanonen abschießen. Steer clear of the mines, Captain. Vielleicht sind wir aus diesem Minenfeld hier raus, ey. Solche feigen Hunde.
der Nebel sich verzogen hat, bekommst du deine Chance, dich unserer Konföderation anzuschließen. Dann gehöre ich zu den lebenden Legenden der Südsee. Alles zu seiner Zeit, mein ungeduldiger Freund. Stay out of their range, Captain! Die Schiffe mit den dunklen Segeln sind alles Piraten. Die man dann leider, wenn man die Story geschafft hat, auf der echten Map nicht sieht. Die Versammlung hat begonnen, also. Sie werden den Mann wählen, der uns anführen wird. Wir halten uns nicht an deine verdammten Regeln, Ben. Was kümmert uns deine persönliche Vendetta? Du wirst noch unser Tod sein. Die Navy ist zu gefährlich. Ein Moskito beißt keinen tobenden Hund. Ich werde König Georges Hintern nicht küssen. Nur wegen deiner Angst vor Hunden, Mann. Die Navy wird siegen, Sam. Du führst unsere Brüder ins Verderben. Ich sage, wir stimmen ab. Wer für einen neuen Captain ist, sagt Ei. Ei. Verdammte Piraten, ihr folgt immer nur dem lautesten Gebell. Mein lieber Bruder, wie es aussieht, bist du als Anführer nicht länger gefragt. Wer erlöst uns von diesem Verräter? Ich. Was soll ich mit ihm tun? Und wer bist du, Junge? Kein Junge, Bellamy. Ein Piratenkapitän. Einer, der seinem Kommando Labus verdankt. Du wirst reichen, Junge. Bring Hornigold weit weg, bevor ich ihn töten lasse. Ja, das ist hier wieder so eine Scheißmission. Ich hasse solche Missionen, den Bestimmungsort unbemerkt erreichen oder so. Tut mir leid, Leute, aber das hasse ich wirklich wie die Pest. Nächstes Mal was Einfaches wie holen meine Limo oder so. Das war jetzt mal ein kleiner Witz, ne? Das war meine Arschhaft hier. Das kommt, das schaffen wir noch. Schneller, schneller, schneller. Ja, beim ersten Mal geschafft. Hier bist du sicher, Captain. Danke, Alonso. Du bist klüger als die Saufen. Lass dieses Leben hinter dir, solange du kannst. Und dem Reichtum den Rücken kehren? Danke für den Rat. Aber mir gefällt das Piratenleben. Auch ein Pirat hat Pflichten, Alonso. Letztendlich sehe ich dein Gold, sondern deine Taten. Und was wirst du tun, Ben? Ohne Schiff und ohne einen einzigen Mann, den du Freund nennen kannst? Oh, Freunde habe ich noch, Junge. Drüben in Nassau. Du solltest uns mal einen Besuch abstatten. Auf bald, Ben. Ich werde es mir merken. Captain, wir bekommen Besuch. Alonso! Warum bist du hier, Freund? Bellamy hat irgendwas aus. Etwas, das ihn sicher reich machen wird. Er hat Schulden bei mir. Und ich will meinen Anteil! Schließ dich ihm vor Ende der Nacht an, bevor es zu spät ist. Dann will ich keine Zeit verschwenden. Voller Fahrt voraus! Diese Missionen werden dann im Endeffekt auch scheiße, vor allem wenn Minen und solche Fässer zwischen drin sind. Und andere Schiffe, die dir im Weg rumstehen. Zum Glück kriegt man, wenn man einen Checkpoint erreicht hat, 5 Sekunden mehr, das wäre schön. Aber 5 Sekunden los sind bloß. Aber das hier hasse ich dann, wenn dieser scheiß Wind kommt. Den solltet ihr nicht unterschätzen. Lieber überschätzen statt unterschätzen.
Das hier ist noch die einfachste Mission von diesen solchen Missionen. Von solchen Missionen hier. Na, ja, zum Glück bin ich der Captain der Black Pearl, Captain Jack Sparrow. Nein! Mann, ey! Hole in the topsails! Scheiße! Alter Mann, ey! Toll, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Seht ihr, was ich meine? Mann, wegen diesem scheiß verdammten Schiff. Ja, ich kenne das Geblabber schon hier, Mann. Das hätte jetzt eigentlich passieren können. Alter, geht mir aus dem Wege, scheiß verdammten Schiffe. Hört auf, rumzufahren. Loose tops and royals! More sail! Check those royals! Build those sails! Alter, bloß wegen diesen Schiffen und dem Scheißwind. Alter, ich hasse diese Mission wirklich, ey. Vor allem hier, dass der uns da nicht gesehen hat, ey, so kurz wie wir davor waren. Alter, das ist wirklich scheiße. Aber wir haben es ja geschafft, Gott sei Dank. Was treibst du hier? Ich will meinen Anteil von der Beute. Dein Anteil, hm? Na, du hast ihn dir verdient, Junge. Danke, Sam. Das wirst du nicht bereuen. Du auch nicht. Nördlich von hier segelt ein Schiff. Ein Schiff mit einer besonderen Fracht. Was ist das? Gold? Edelsteine? Noch wertvoller. Menschen, ihre Heimatadressen, um in fernen Kolonien als Sklaven zu dienen. Bei Menschenhandel gibt es nichts zu gewinnen. Das stimmt, nur Verdammung und Ehrlosigkeit. Nie aß ich etwas verdorben durch Verdammung und erkauft mit Ehre. Dann öffne deine Augen. Genug geredet. Hilf mir, das Schiff einzunehmen, bevor es zu spät ist. Douse the topsails! More sail! Ja, wir sollen helfen, aber...
Natürlich machen wir die ganze Arbeit alleine. Klar machen zum Entern. Zum Angriff, Feuer! Bei diesem Schiff geht aber was Besonderes. Wenn du dieses Schiff versenkst, sterben Unschuldige. Schießt erst auf die Schwachstellen. Bevor sie auf uns schießen können. Und dann flüchten sie. Hier stimmt irgendetwas nicht. Sie ist beschädigt, so fange ich sie im Handumdrehen. Aber sie verliert irgendwas. Das sind ja Menschen. Und sie könnten ertrinken. Da springen Männer über Bord. Vergiss die Beute und rette sie, Alonso. Vor allem, die sieht man wie so eine Beute aus dem Wasser, ey. Zurück zu Bellamy. Ja, wir nähern uns Bellamy. Also nochmal volle Geschwindigkeit hier. Und damit nähern wir uns auch dem Ende unseres Parts. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Gebt ihr einen Daumen nach oben, so wird man euch loben. Die Black Pearl trifft wieder ein. Die Männer sind frei, keine Sklaven mehr, und doch möchte einer von ihnen auf deinem Schiff bleiben. Wenn dieser Captain sich meines Vertrauens würdig erweist. Eine Frau? Macht euch eine Frau für Angst parat? Nein, was willst du von mir? Gerechtigkeit! Das Meer ist voller Sklavenhändler, die mein Volk entführen und wie Vieh verkaufen! Wie Vieh, das in Gold aufgewogen wird. Erstickt an eurer Gier, ihr Hund! Ein Pirat ist kein einfacher Gesetzloser, Alonso. Wir sind frei von Bräuchen und Ritualen. Wir kämpfen für den Halt des größten Wertes. Freiheit! Also gut, ich werde helfen, falls sie an Bord bleibt. Kapitel 2 abschließen. Der Prinz der Piraten. Ja, hier sind die Belohnungen schon etwas höher, wie zum Beispiel XP 1650 und 3200 Gold. Und Stufenanstieg, erreichte Stufe 6. Neues Schiff verfügbar, neues Crewmitglied. Und neue Waffe freigeschaltet. Was für eine erfahren wir bestimmt im nächsten Part. Ab in die Taverne. Und den Leichtmatrose gekauft. Drei neue Eigenschaften. Nebelexperte. Nachtsicht. Kartentragen. Bestimmt wieder hier. Ja.
Ha, kostet aber etwas. Calico Check. Legendäre Piraten sind das, die man an Bord seines Schiffes sammeln kann. Die Reptile, eine Brick. Kostet 25.000. Boah, das ist mein Traum hier. So. Dann ist der Party auch schon zu Ende. Ich bin Flori M und spiele Assassin's Creed Pirates für das Smartphone. Bis zum nächsten Mal. Peace.